Weil das Wasser geht. Aber ich guck mal, ob ich denen aus dem Weg gehen kann. Fliegst du denn hier einfach rum? Nehme ich doch mit. Ah, oh, da sind noch Karpfen. Komme ich denn? Oder sind einfach nur die anderen nicht wieder gespawnt? Die sind wieder gespawnt. Aber wie komme ich denn zu denen hin? Ich glaube, da war ich noch gar nicht. War ich hier eigentlich schon mal? Nö. Oder? Nö. Ich glaube nicht. Da ist der eine Erdgott, der gefehlt hat. Ich glaube, hier bin ich nie hingelaufen. Na, sowas. Schande über mich und Schande über meine Kuh. Was ist das denn passiert? Verdammt. Oder was ist einer von den Kleinen? Nee, also ducken bringt gar nichts. Ich ducke mich nicht tief genug. Dafür, okay, um mir Amulette zu machen, brauche ich Amulette von anderen. Ich verstehe. Das sieht so verdächtig aus hier. Huch. Wie komme ich denn da hin? Och, nö. Nö, 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 nö. Ich verzichte erstmal auf die Karpfen. Ach, der hat mich gesehen. Ach nee, da läuft er rum. Das ist ja merkwürdig. Kenne ich so auch noch gar nicht. Das kenne ich so auch noch gar nicht. Also, dass er mich zwar gesehen hat, um sich wecken zu lassen. Ich sehe nichts. Aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen was zum Heilen kaufen sollen, wa? Sind jetzt zwar nur in einer Erinnerung. Uiuiuiui. Kommst du her? Komm her.
Nee, das hat halt echt den Eindruck, man kann da gar nicht dran vorbeilaufen. Voll reingesprungen. Das geht natürlich auch. Wie funktionieren denn diese Amulette? Ich habe ja jetzt so eine Mittlerregel gekauft. Mhm, muss ich direkt dran stehen, wenn ich es richtig sehe. Also eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Alle nacheinander die Ohrringe freigeschalten. Sehr nett. Hat er abgewehrt? Vielleicht weil er selbst so ein Talisman ist. So, da ist bestimmt einer. Ich meine zumindest nicht, dass ich hier lang gegangen bin. Nacktschnecke. Das war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Nö. Na, hier sind die Karpfen respawned, weil ich bin mir ziemlich sicher, die hatte ich mir geholt. Glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Ich finde es echt cool, dass man die hier schwimmen sieht. Nicht okay. Ich müsste von hier. Ah ja. Ah, ich komme auch von. Nee, leider nicht. Ich dachte gerade, ich komme auch von hinten durch, aber nö. Nicht so richtig. Ich kann da ungestört durchlaufen. Warum ruckelt und zuppelt das schon wieder? Brauche ich mal wieder eine neue Aufnahmeplatte. Aber da komme ich nicht hoch. Den habe ich. Blöde wäre es natürlich, wenn ich tatsächlich von den anderen nochmal angreifen müsste. Da habe ich mich gar keinen Bock drauf. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das genau darauf hinauslaufen wird.
wird vermutlich Überraschungsangriff machen können. Egal. Den, also wenn da einer drin war, habe ich den. Das wäre aber auch ein gutes Versteck gewesen. Wer guckt denn da so genau hin? Ja, ja, schon wieder so ein Pilz. Da komme ich nicht hin. Den da auf dem Boot habe ich. Und der war ja ziemlich offensichtlich. So, und der sagt mir jetzt 2. Das ist halt wirklich die Frage, ob das welche sind, wo ich dafür nochmal dahin muss. Ne, da war ich. Ja, das übliche halt. Huch. Ich meine, ich war in allen Zimmern drin. Aber immer ich die Sachen da kaputt machen kann, das werde ich nie begreifen. Huch! Was ist das denn? Reise? Was? Wieso komme ich hier raus? Ah. Wie komme ich wieder zurück? Wo bin ich eigentlich? Ich
Hier war ich noch gar nicht. Ach. Aufpassen, wenn ich mich den da hinten halt aufschreck. Ich meine, das fette Schwein ist mir egal. Sehe ich jetzt nicht das Problem. Sehe ich ganz entspannt. Aber das andere Vieh möchte ich jetzt eigentlich nicht triggern. Erstmal. Nicht mit dem Schwein. Nicht mit dem Schwein hier dabei. Ist das hier so ein Loot-Ding? Oder meine Güte, was ist denn hier los? Wartet mal, kann ich? Oh, was ist das denn? Befehl zum Beladen. Befehl für Monster beim Beladen vorsichtig zu sein. Die entführten Kinder müssen in Käfige gesteckt und schnell und effizient auf das Brot verladen werden. Sichert die Käfige, damit sie nicht rutschen. Auch dann nicht, wenn die Kinder daran wackeln. Überlade das Boot nicht mit anderen Sachen. Die Kinder haben Vorrang. Vergesst das nicht. Ach. Ach, guck mal, einer Glotz. Ach du Schande. Stimmt, das war ja... einer von denen mit dem Arm. Aber wenigstens habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Na komm. Oder? Nee, doch nicht. Naja, da freue ich mich, dass Wukong lange genug liegen bleibt. Dann ist wenigstens der Angriff vorbei, bis er mal wieder aufsteht. Okay, dann, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Die Kleinen sind okay. Die Kleinen sind okay. Oh, wie weit man gucken kann. Da ist noch Gemüse. Habe ich was zum Werfen? Ha! Konnte ich
ich das vorher auch? Muss ich echt mal nachgucken. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ola Zinnoba. Na Gott sei Dank finden wir den in rauen Mengen. Ginseng. Seit langem verehrtes Heilkraut, sehr wirkungsvoll, wirkt belebend und mehr. Kann man Ginseng so nehmen? Nö. Achtung, da ist bestimmt wieder ein Pilz drin. Nein, ein Seelenfresserorgan. Ein Organ, das einem Sack ähnelt. Reagiert auf starke Seelen, absorbiert sie. Ach ja. So wie diese Viecher, die uns das immer wegsaugen, das Zeug. Dass wir alles gefunden haben. Ganz neues Gebiet. Ich bin immer noch sprachlos. Ist das einer von den großen? Nee, es müsste auch ein kleiner sein. Ei, das war jetzt gemein. Hätte Heilzeug kaufen sollen. Funktioniert das, wenn ich jetzt da nah dran stehe? Ah ja. So funktioniert das. Ich verstehe. Nein. Ich komme dann aber auch schnell, nicht schnell genug weg, wenn ich einmal mit der Kombo angefangen habe. Das ist echt ätzend. Das.